Hallihallo, ihr Hübschen. Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hatte gerade ein Praktikum von der Uni aus in der Klinik und ich fand's mega spannend. Ich fand's auf jeden Fall mega cool, auch mal diesen Perspektivenwechsel zu haben, mal auf einer anderen Station zu sein oder in einer anderen Institution. Und ja, das hat mich jetzt auch so ein bisschen motiviert, dass ich mir gedacht habe, ich drehe jetzt gleich ein neues Video. Und zwar wollte ich schon lange ein Video darüber drehen, dass ich mich verändert habe, dass dieser Kanal sich verändert hat, dass mein Instagram-Account sich verändert hat. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Also, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, hat sich hier auf YouTube mein Name geändert von Fashion is the Feeling auf Phyllis, Medizin und Roadtrips. Ich muss sagen, ich habe ganz, ganz lange überlegt, ob ich meinen Namen wirklich ändern soll, weil ich habe den schließlich seit, ich glaube 2015, habe ich mit YouTube angefangen und da habe ich dann eben nach einem Namen gesucht und ich wollte, dass das unbedingt was mit Mode zu tun hat, weil ich modebegeistert bin. Aber im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass ich zum einen tatsächlich nicht mithalten kann mit diesem, was ist jetzt modern, was sollte man jetzt tragen, die Must-Haves und so. Ich kann und will da irgendwie nicht mithalten, weil mir die Mode einfach zu schnell geworden ist, zu schnelllebig geworden ist und auch die Bedingungen, unter denen die Mode teilweise in diesen Ketten produziert wird, dem kann ich einfach nicht so folgen. Also da bin ich so mit dem Herzen nicht ganz dabei und bin da schon seit einiger Zeit so ein bisschen im Umdenken und ich kaufe mir auch tatsächlich nicht mehr so viele Klamotten und wenn, dann schaue ich, aus welchen Materialien die bestehen und ob die auch nachhaltig sind, wobei das noch ziemlich ausbaufähig ist. Aber trotzdem liebe ich Mode. Nichtsdestotrotz habe ich für mich festgestellt, dass Mode jetzt nicht mehr so mein Leben dominiert. Also ich weiß tatsächlich noch, dass ich auf dem Gymnasium und auch danach immer unfassbar viel mit Mode zu tun haben wollte und mich auch immer schick anziehen wollte und so. Will ich jetzt immer noch, aber es ist einfach nicht so dieser große Teil in meinem Leben. Und ich habe einfach vor allem seit einem Jahr gemerkt, aber vor allem dieses Semester gemerkt, wie sehr ich doch die Medizin liebe und unfassbar glücklich darüber bin, dass ich eben nach 8 Jahren Wartezeit endlich meinen Studienplatz bekommen habe. Und auch wenn ich jetzt so immer wieder arbeite und in der Klinik bin, merke ich halt, das ist genau das, was ich will. Also das zu studieren, das Wissen mir anzueignen, auch wenn es unfassbar viel ist und unfassbar stressig ist und man oft kurz vor einem Nervenzusammenbruch steht. Am Ende des Tages, wenn man merkt, dass man es dann doch irgendwie im Kopf behalten hat, und man es abrufen kann oder Sachen einfach wiedererkennt, dann gibt es einem doch so einen Push. Und deswegen, ja, finde ich dieses Studium einfach unfassbar cool. Ich liebe es. Und das ist tatsächlich auch 80% meines Lebensinhaltes gefühlt. Ich weiß nicht, wie es da anderen Studenten geht. Ich weiß nicht, wie es Studenten in anderen Fachrichtungen, in anderen Studiengängen geht. Aber jetzt zum Beispiel sind Semesterferien und ich mache mir jetzt schon voll den Kopf, was ich eigentlich alles lernen möchte oder muss und was ich jetzt schon irgendwie alles organisieren muss, jetzt zum Beispiel mit dem Praktikum und so. Und die Medizin ist, glaube ich, sowas, die lässt einen auch nicht mehr los. Also es ist ja auch nach dem Studium so, dass man dann nicht sagen kann, so jetzt habe ich fertig studiert, jetzt bin ich da voll der Profi, sondern man muss sich ja immer auf dem Laufenden halten. Und deswegen finde ich, passt der Titel Medizin voll gut zu mir. Und mit dem Part Roadtrips, ich weiß nicht, ob ihr das auf Instagram gesehen habt, beziehungsweise bin ich mir gerade nicht sicher, ob ich da schon was gepostet habe. Wir haben uns ja auf jeden Fall ein Auto zugelegt, einen kleinen Bus oder Minivan, mit dem wir auf jeden Fall campen gehen wollen. Und ja, genau, mein letztes Video hatte ich ja gezeigt, dass das mit dem Campen noch nicht so gut geklappt hat. Aber wir sind auf jeden Fall dran, uns zu verbessern. Der nächste Schritt ist jetzt, dass wir auf unser Bett sozusagen warten fürs Auto, aber wenn ihr Bock drauf habt, nehme ich euch da gerne mit und zeige euch so alles, was wir uns da vorbereiten. Schreibt es einfach unten in die Kommentare und ja, demnach ist so Medizin und Roadtrips, das sind so die zwei Kernpunkte aktuell in meinem oder unserem Leben und deswegen wollte ich einfach auch, dass der Kanal so heißt, weil der Kanalname letztendlich auch mich repräsentieren soll. Dementsprechend ist der Name auf Instagram auch geändert und mein zweiter Account auf Instagram, der Phyllis und Matthias Account, der ist noch nicht gelöscht, aber den werde ich entweder löschen. Ich habe ihn auf jeden Fall schon auf privat gesetzt, meine ich. Und entweder lösche ich ihn oder ich lasse ihn halt einfach so ruhen, bis ich der Meinung bin, damit irgendwas anderes anfangen zu wollen. Und was ich euch noch sagen wollte, das sieht man, glaube ich, hier auf YouTube im Titelbild noch mit meinem Blog www.fashionisthefeeling.com, den gibt es auch nicht mehr, den habe ich aufgelöst. Also den Blog an sich gibt es schon, aber nicht mehr unter dem
www.fashionisafeeling.de. Ich musste ja dafür, dass mir dieser Blogtitel gehört, Geld bezahlen, und den Vertrag habe ich jetzt dieses Jahr einfach aufgelöst, weil mir das zu viele Kosten waren, die man da einmal im Jahr dafür bezahlen muss, dafür, dass ich den Blog aktuell überhaupt nicht nutze und auch keine Zeit dafür habe, habe ich das auf jeden Fall gekündigt. Das sind so die Veränderungen im Moment in meinem Leben. Ich habe euch auf Instagram schon gefragt, auf was für Videos ihr Lust habt. Da kommt immer wieder, dass ich was zum Studium erzählen soll. Das werde ich machen. Ich weiß nur nicht so ganz, was. Also wollte er wissen, wie es allgemein ist, Medizin zu studieren. Keine Ahnung. Ich werde mir da was einfallen lassen. Und es werden auch immer wieder Q&As mit meinem Mann gefragt. Ja, mein Mann ist ziemlich kamerascheu. Aber mal gucken, was man da so irgendwann in der Zukunft machen kann. Danke, dass ihr meine Abonnenten seid. Ich bin gespannt, ob wir demnächst vielleicht sogar die 600 Abos knacken können. Das wäre natürlich Bombe. Also deswegen fleißig hier drauf drücken, mich abonnieren, gerne liken und teilen. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund und bis bald.